Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von golem.de und mit mir hier in den weitläufigen Studioräumlichkeiten des golem.de-Studios. Wir haben nur einen einzigen Raum und es ist nur ein Studio. Was mache ich mir vor? Sitzt Frank Wunderlich Pfeiffer, seines Zeichens Autor für uns und Spezialist in mehreren Gebieten. Da kommt ja gleich erstmal schon mal der erste eigene Werbeblock und eine eigene Sache. Frank, wir hatten einen schönen Podcast schon in dieser Reihe. Zum Thema Wunderakkus. Hatten wir, ja. Ich habe die letzten Jahre ziemlich viel Akkutechnik gemacht und da wird auch noch einiges von mir kommen. Und das hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Und jetzt haben wir gleich noch eine Tangente. Aktuell haben wir nämlich, wir mussten die Aufzeichnung dieses Podcasts verschieben, weil es ein neues Wunder gab. Diesmal war es Supraleitung. Ja, stellte sich dieses Wunder als das Wunder der Verunreinigung von einer ziemlich einfachen Synthese heraus. Wo da ein paar magnetische Eigenschaften da drin waren, die ein bisschen aussahen wie ein Supraleiter. Ich muss, wir führen die Tangente fort, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, ich muss sie erstmal nochmal abschweigen. Ich muss sagen, ich hatte Urlaub, als das ruchbar wurde und habe auch sonst ja jetzt, also bin ich natürlich fernab davon, Experte in diesen Gebieten zu sein, aber ich hatte in meinem YouTube-Feed tauchte ein Elektroingenieur-Mensch auf, der sofort meinte, das ist Quatsch. Also er meinte nicht im Sinne von, ne, er hat das ein bisschen relativiert dann gleich. Er meinte, okay, also er kann jetzt natürlich nicht dieses Paper so aussortieren, dass er das irgendwie nachbauen oder irgendwas. Aber er meinte, das, was die in dem Video zeigen, das ist Quatsch. So wie sie das machen, kann er das auch. Und hat genau das nachgemacht, was die in dem Video gemacht haben und hat es halt mit diesem anderen Effekt erklärt. Das war auch mein Eindruck von Anfang an. Also ich fand es sehr merkwürdig, dass die Leute von Levitation, also von Schweben reden, ja. Obwohl das Ding eindeutig noch auf dem Magneten auf einer Seite lag. Also er hatte da auch eine Erklärung davon, die damit zusammenhing, dass dieses Kupfer sozusagen dann so eine Reaktion da zeigte und er hat das dann eben einfach nachgemacht. Sie hatten so ein kleines Kupferding, was sie vor dem, oder weil sie das Material so haben pendeln lassen und das hatte dann so diese Abstoßungsreaktion und er meinte, ja, das kannst du halt auch ohne teure auf. Es gibt eine ganze Menge. Es gibt eine ganze Menge, die man tun kann. Also genau, da weisen wir schon mal darauf hin. Den Artikel dazu hast du geschrieben, weswegen wir diesen Podcast-Aufzeichnung verschoben hatten. Zweiter Werbeblock in eigener Sache, ebenfalls ein bisschen in Richtung des heutigen Themas. Das heutige Thema soll natürlich die ESA sein, die Europäische Space Agency. Oder aber es gibt da auch einen französischen Namen, ne? Weil die Franzosen natürlich nicht unbedingt wollten, dass das jetzt immer alles so auf Englisch und Fremdsprache ist. Deswegen gilt die Abkürzung auch für, okay, kannst du Französisch? Oh Gott. Okay, dann verhunze ich das. Dann mache ich das. Agence wahrscheinlich? Spatial? Européenne? Ja, ich denke so. Okay. Agence Spatial Européenne. Und dann heißt es nämlich natürlich da ASE. Ja, genauso wie NATO und OTAN. Organisation Traitement Atlantique du Nord. Okay, alles klar. Es läuft genau umgekehrt. Diese Franzosen. Okay, genau darum soll es heute gehen. Ich weise jetzt noch darauf hin, dass wir vor kurzem erst einen Podcast hatten mit ebenfalls einem Raumfahrtthema und zwar auf der Suche nach außerirdischem Leben, wo ich das DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin besucht habe und mit dessen Chefin Heike Rauer gesprochen habe. So viel in eigener Sache. Fangen wir mit der ESA an. Beziehungsweise du wolltest auch noch was loswerden, ne? Du hast nämlich jetzt deinen eigenen Podcast, der jetzt seit einer halben Ewigkeit mache ich ja den Countdown-Podcast und seit einer Viertelewigkeit gibt es den nicht mehr, nämlich seit 2 Jahren. Aber es ist jetzt wieder eine neue Ausgabe erschienen. Hatte ich etwa? Und gestern haben wir eine zweite neue Ausgabe aufgenommen. Soll heißen, meine Forenunterschrift ist wieder aktuell. Da steht seit 2 Jahren immer noch drin, Podcast, Countdown Podcast. Obwohl nichts Neues kam. Und jetzt ist mir das endlich nicht mehr peinlich. Also, ich schreibe mir jetzt mal zu, dass ich dich dazu überredet habe, diesen Wunderakku-Podcast zu machen, dass du gleich wieder Lust und Anreiz bekommen hast, deinen eigenen wieder zu beleben. Naja, den Plan gab es tatsächlich schon seit November letztes jetzt, Jahr. Jetzt mach nicht all meine Illusionen kaputt, schon beim Anfang der Sendung. Wir fangen mal ganz von vorne an. Du hast auch gleich gesagt schon im Vorgespräch, eigentlich ist auch interessant diese Vorgeschichte der ESA. Die ist 75 gegründet worden. Ja. Natürlich, wie man sich das ja auch vorstellen kann bei einer europäischen Raumfahrt,
Agentur so ein bisschen, also nicht so ein bisschen, sondern in Reaktion darauf, dass es eine NASA gibt und dass auch andere Staaten und Staatenverbünde Ambitionen hatten, den Weltraum zu bereisen. Und das also ist ja schon auch interessant, dass die europäischen Staaten sich da einigen konnten. Ja, ja und zwar lief das damals, es gab damals einen Satelliten, der hieß hoffentlich Symphonie. Das letzte Mal hatte ich das letzte Mal, entweder Symphonie oder Harmonie, aber ich denke, es war Symphonie. Ja, da war es ein musikalischer Satellit? Da ging es letztens um das Konzert, um das europäische Konzert. Man hat zusammen in Europa einen Satelliten gebaut, der als Nachrichtensatelliten dienen sollte. Aber Europa hatte keine eigene Rakete, also keine ausreichend große Rakete, um diesen Satelliten ins Weltall zu bringen. Und folglich musste er mit einer amerikanischen Rakete starten. Und die Amerikaner haben dann gesagt, könnt ihr machen, gerne. Aber ihr dürft ihn nicht kommerziell benutzen. Und das war so der entscheidende Punkt, wo man dann gesagt hat, oh verdammt nochmal, wir müssen hier jetzt echt mal ran. Weil zu dem Zeitpunkt, Anfang der 70er Jahre, gab es in Europa eine europäische Raumfahrtorganisation, die nannte sich ELDO, die European Launcher Development Organization. Also da ging es wirklich darum, eine Rakete zu entwickeln. Und diese Rakete, falls sich jemand mal gefragt hat, wieso heißt eigentlich die europäische Rakete Ariane und nicht Europa? Das habe ich mich tatsächlich gefragt. Es liegt daran, dass daran niemand erinnern möchte. Die Europa-Rakete ist immer nur abgestürzt. Und die gehörte zur ELDO. Und wegen Erfolglosigkeit wurde das dann mehr oder weniger eingestellt. Das war noch eine Rakete, die hat eine erste Stufe aus England, zweite Stufe aus Frankreich, dritte Stufe aus Deutschland. Die Steuerung kam, glaube ich, aus den Niederlanden, irgendwas kam noch aus Belgien, irgendwas kam noch aus Italien. Und das Ganze hat super zusammen funktioniert, wie man sich das vorstellen kann. Ist das ironisch gemeint? Das ist ironisch gemeint. Weil man kann das ja im Podcast nicht sehen, wie du guckst. Also, ja. Ja, und so kam es dann zur ESA. Die ESA, also die Ariane-Rakete, die für die ESA entwickelt wurde, wurde praktisch aus Plänen von der Europa-Rakete heraus entwickelt. Allerdings ohne die Engländer. Die Engländer sind ausgestiegen. Und die erste Stufe, die damals praktisch eine zweckentfremdete Interkontinentalrakete war, wie das damals so üblich war, so 60er, 70er Jahren, wurde dann halt ersetzt durch eine speziell dafür gebaute. Das wurde dann die Ariane 1 und eigentlich auch die Ariane 2, 3 und 4, weil das war so die eine Ariane-Rakete und die hat man dann so durch Upgrades langsam verbessert und dann bis zur Ariane 4. Aber also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass so ein Blindstart, also wenn man von null anfängt, so ein Raumfahrt praktisch und Raketenbau zu machen, dass das super schwierig ist, aber die Europäer müssen doch eigentlich durch die Amerikaner da Wissens, hatte man völlig blind, war man natürlich auch nicht, weil erstens Interkontinentalraketen hat man natürlich selbst auch mitentwickelt. Und so eine Interkontinentalrakete, also wenn du eine Atombombe auf den nächsten Kontinent schmeißen kannst, dann bist du auch schon kurz davor, einen Satelliten zu starten. Aber wieso ist es dann trotzdem, also ich meine, was ich mich frage, wie es dann trotzdem schieflaufen konnte, wenn man die NASA hatte und wenn man wusste, wie das eigentlich geht und trotzdem war das... Es ist halt eine komplizierte Angelegenheit und wenn du wirklich jede Raketenstufe von einem anderen Land entwickeln lässt und dann diverse andere Software und so weiter, dann auch noch von einzelnen anderen und das dann alles zusammen arbeiten muss, dann hast du jede Menge Schnittstellen dazwischen, wo es zu Problemen kommen kann. Und die NASA hatte halt alles unter einem Dach und konnte wahrscheinlich... Ja, man hatte auch mehr Geld und einfach mehr Zeit, um Fehler zu machen. Also ich meine, die 50er Jahre, als es noch um Kaputnik ging und so, hatten ja diesen Sputnik-Schock ausgelöst. Und da hat man sich dann doch schon etwas mehr zusammengerauft in den USA. Insbesondere, weil die USA natürlich auch noch viel größere Ambitionen hatten damals. Kleine Anekdote aus dem Anfang der ESA, die ich gelesen habe, weil sich die Deutschen und die Franzosen nach der Gründung nicht über die Führung einigen konnten, haben sie einen Briten als Direktor eingesetzt namens Roy Gibson. Das ist okay, es gibt immer so Dinge, ja. Zwischen Frankreich und Deutschland gab es immer wieder Animositäten. Das geht bis heute so.
Man kriegt da manchmal sogar bitterbösere E-Mails für Artikel, die man schreibt von der ESA. Und du spezifisch kannst da aus Erfahrung reden. Da kommen wir noch zu den Artikeln, die du über die ESA geschrieben hast, weswegen du ja auch im Studio sitzt und das Thema auch unter anderem vorgeschlagen hast, weil du natürlich die ganze Sache durchaus ziemlich kritisch auch verfolgst, was bei mir dazu geführt hat, dass als ich jetzt bei dem Termin bei der Heike Rauer in dem DLR-Institut war, da führte mich dann einer aus dem Pressekorps so ein bisschen durch die Gänge und dann wurden so Bilder gezeigt und irgendwas war da mit ESA und ich meinte, oh ja, das ist die ESA, über die schreibt mein Kollege immer ganz kritisch. Da wurden die Augen ganz groß und die meinte, ja, nee, also nicht über die, über das DLR und nicht über ihre Mission, sondern halt über die, ne, ESA und na, ist halt... Ja, also wahrscheinlich hast du da inzwischen schon, die kennen deine E-Mail-Adresse und die wissen gleich, an wen sie sich da wenden müssen. Ja, ich wurde auch schon vorher, also so oft, so viel kriege ich nicht, aber dummerweise sind sie meistens ziemlich kritisch, weil ich halt sehr viel Kritisches über die ESA zu schreiben habe. Der amerikanische Journalist Eric Berger, der schreibt für Ars Technica, glaube ich, der hat sich auch vor kurzem sehr lautstark gewundert, verdammt nochmal, wieso gibt es so wenig Klagen über die ESA von den Europäern, insbesondere über Ariane Spass, weil die nichts sagen, die Raketen verschieben sich die ganze Zeit, es geht ständig irgendwas schief, es wird wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben und irgendwie gibt es keine Klagen über die ESA. Was ist in Europa los? Was ist mit euch los? Das ist eine wirklich berechtigte Frage, diese Beißhemmung beim Wissenschaftsjournalismus in diese Richtung. Das ist wahrscheinlich so, ne? Also, weil ich habe mich nämlich natürlich in Vorbereitung auf die Sendung auch so ein bisschen umgeguckt, wer sonst noch so in die bestimmten Kerben geschlagen hat. Und es gibt durchaus einige Artikel auch von anderen, die, also zum Beispiel habe ich hier was von der Flugrevue, die sich damit beschäftigt hat, da kommen wir nachher noch zu den letzten Fehlstarts. Aber ansonsten herrscht da tatsächlich so ein bisschen Funkstille auf dem Gebiet, ja? Ja, ich kann es mir nicht wirklich erklären. Ich meine, der Umgang der ESA mit den Journalisten ist auch ein sehr spezieller, also gerade mit Ariane Spass, also wenn man dort Interviews macht, dann ist da immer jemand von der Presseabteilung daneben. Die Aussagen, die man bekommt, sind letzten Endes keine sehr viel anderen als die man ohnehin schon liest auf den diversen Seiten. Das ist aber nicht so ungewöhnlich. Das ist nicht so ungewöhnlich, aber ich sag mal, die Motivation ist dann entsprechend schlecht. Und man bekommt so das Gefühl, also wenn man nicht das schreibt, was die gerne lesen wollen, dann kriegt man erst recht nichts. Da verliert man dann den Zugang und dadurch, dass ich meine Artikel noch nie so geschrieben habe, dass ich irgendwie Zugang zur ESA und zu den privilegierten Informationsquellen brauchte, ist mir das dann einfach ziemlich egal und dann schreibe ich halt, wie mir der Mund gewachsen ist. Das ist der Vorteil, weil wenn du sowas bei, also ich wollte gerade das Beispiel bringen, dass es auch durchaus größere Unternehmen, Firmen, Konzerne gibt, die genau solche Politiken verfolgen. Der Vorteil bei der ESA und bei solchen Institutionen ist natürlich, dass die rechenschaftspflichtig sind. Die müssen, ob sie wollen oder nicht, über die Verwendung und über ihre Mission Auskunft geben. Was sie aber nur sehr wenig tun und relativ schlecht. Du meinst zu wenig, ja? Definitiv, ja. Okay. Also nochmal zum Grundsatz. Die ESA hat 22 Mitgliedstaaten, oder beziehungsweise die finanzieren die ESA. Also nicht alle EU-Staaten finanzieren auch das europäische Raumfahrtprogramm. Dafür gibt es dann Länder wie Kanada, die zur ESA gehören, aber nicht zur EU und trotzdem bezahlen. Und es gibt, 2019 gab es 2300 Mitarbeitende, die direkt bei der ESA angestellt sind. Da hängt natürlich wahrscheinlich noch ein Riesenhaufen Zulieferindustrie und irgendwas dran. Ariane Spass wird von allen Leuten als Teil der ESA gesehen. Ist es technisch gesehen nicht, aber... Und das ist ein eigenes Unternehmen dann, oder? Ja, also es gibt die Ariane Group. Früher war das... Früher, als ich die kennengelernt habe, war das gerade noch Airbus Safran Launchers. Und dann wurde das Ganze in Ariane Group umbenannt. Also das war alles so Teil von Airbus. Da sind dann noch ein paar andere Firmen drin, Beteiligungen drin und so weiter. Also das gibt es. Dann gibt es ein eigenes Astronautenkorps seit 1998. Ja. Und es gab, glaube ich, der erste Astronaut war ein Deutscher, ne? War das nicht dieser Mauer? Das kann gut sein, ich weiß es aber nicht. Ich bin bei der astronautischen Raumfahrt nie so ganz aktuell drauf, weil das für mich
es ist ganz nett. Ich empfinde das ein bisschen als eine Art religiöse Aufgabe, die Menschheit so unternimmt. Aber die technische Herausforderung. Du bist also auch kritisch beim Thema, welche Leute, dass man überhaupt Leute in den Kosmos schickt. Nein. Ich sehe das nicht kritisch. Ich sage nur, mich interessiert es nicht so wahnsinnig, aber ich sehe, dass es ist fast schon eine Art spirituelle Aufgabe, die man halt so macht. Und ich finde das auch okay, ich bin da nicht dagegen. Ich bin höchstens dagegen, wenn man das dann benutzt und sagt, ja, das sind ganz wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse, die dort gewonnen werden, was so einfach nicht wirklich stimmt. Ja, du meinst, darauf wollte ich hinaus, dass Instrumente auch ganz viele, also dass Datensammlung so halt eben auch eigentlich funktioniert. Ja, im Wesentlichen fliegt man ins Weltall, in die Schwerelosigkeit, um zu schauen, wie geht es den Menschen in der Schwerelosigkeit. Und hat seit den 60er Jahren Raumfahrt praktisch noch nie eine Raumstation gebaut, in der es mal wenigstens künstliche Schwerkraft gibt. Und ja. Das steht auf deiner Wunschliste ganz oben. Ich muss mich gerade korrigieren. Natürlich, der hatte nichts mit Mauer zu tun. Sondern Uli Merbold war der erste deutsche ESA-Astronaut. Wobei der erste Deutsche im Weltall, Frank, war Sigmund Jähn. Natürlich Sigmund Jähn. Dem ich fast mal die Hand geschüttelt hätte in der DDR, aber es kam dann doch nicht dazu. Irgendwie kam was dazwischen. Aber genau, und der Merbold ist sogar anscheinend mehrfach geflogen, ist ja ein Ding. Ja, der ist ein paar Mal mit dem Space Shuttle geflogen. Ich weiß nicht, ob er noch mal mit der Soyuz geflogen ist. Ist ja ein Ding. Das ja, ja, es ist ein. Es ist inzwischen nicht mehr so, dass Astronaut sein etwas völlig Seltenes ist. Es gibt jetzt schon diverse 100 Leute. Wir machen das schon seit einer ganzen Weile. In der Space Shuttle haben auch ziemlich viele Leute reingepasst. Entsprechend hatten relativ viele Leute die Chance, einmal ins Weltall und wieder zurückzukommen. Ich habe mich mit deinem Kollegen Werner Pluter mal mit einem potenziellen Raumfahrenden unterhalten. Und da kam dann aber doch schon auch raus, ich glaube, das war sogar der Gerst, der ist auch ESA, NASA geflogen, Horizons und ISS. Ich glaube, das war der. Der ist dann Teil von so einer kleinen Gruppe von Leuten, die aber nicht hundertprozentig wissen, wer von denen jetzt sozusagen dann wirklich der ist. Das ist schon auch krass, finde ich. Da machst du diese riesen Ausbildung und das alles und am Ende kann es halt sein, dass jemand anders wird. Da muss man dann neidlos auch sagen, ja, okay, dann ist das jetzt so. Das ist schon auch was Besonderes. Also, das ist auch in den USA so. Die Astronauten, die gerade darauf warten, mit dem Boeing, verdammt nochmal, war Starliner, irgend sowas. CST-100, sage ich immer. Bitte, wirf mit Buchstaben und Zahlen um dich. Ja, irgendwie zwischen Starliner und Spaceship und Spaceliner. Ich glaube, vom DLR gibt es den Spaceliner als Konzept und es gibt so wahnsinnig viele Ausdrücke. Es ist Space irgendwas. Aber ich fand es damals... Dragon ist wenigstens eindeutig. Ich fand den Mann auf jeden Fall beeindruckend, also weil einerseits eher dieses... Also wirklich die Sache in den Vordergrund stellen und einfach sagen, ja, okay, es ist, wie es ist. Ne? Jetzt bin ich hier eins auf der Liste, aber es könnte auch sein, dass es nicht so ist. Und dieses, ich glaube, was ich so... Eine Krippe zum falschen Zeitpunkt und du bist raus. Genau das. Ne? Oder blöd Bein gebrochen oder irgendwas. Ich meine, gut, das ist auch im sonstigen Leben so. Aber also was ich beeindruckend fand an ihm, war jetzt nicht, dass er so rüberkam wie jemand, der jetzt irgendwie alles weiß oder alles kann, sondern so eben sehr ruhig war und so, man kann sich ihn einfach vorstellen und ich glaube, das ist ja auch einer der Punkte, die man... Die werden so ausgesucht, dass es Menschen sind, die möglichst teamfähig sind. Vollkommen die richtig. Halt in einem relativ kleinen Raum, auch wenn es inzwischen ziemlich großzügig ist, mit vielen Menschen über lange Zeit auskommen und im Zweifelsfall auch in kritischen Situationen ruhig bleiben und so weiter. Machte so diesen, und genau so diesen Eindruck, also ohne, dass ich jetzt vorher darauf geachtet hätte, ich habe dann danach überlegt, was war jetzt so in dem Gespräch das, was für mich ausgemacht hätte, dass er eben dieser Astronaut sein wird. Und das ist es. Also ich konnte mir super vorstellen, dass er halt einfach, er macht diese Sachen, er wird die ruhig machen, gewissenhaft arbeiten und alles. Und das ist das, was es letztendlich ausmacht. Und nicht, dass er jetzt irgendwie das Superhirn ist und jede Sache irgendwie weiß, ne? Also das ist schon abgefahren. Ja.
Also ich, ja. Wobei ich sagen muss, also ich bin nach wie vor, also wenn ich so an die Gemini-Missionen denke, also Gemini-Kapsel war ungefähr so groß wie eine Duschkabine, ja, und die saßen dort zu zweit drin, über 2 Wochen. Ja. Im schlimmsten Fall. Ja. Und du weißt auch nicht, ob du da lebend wieder rauskommst. Naja. Und welche Teile davon dir? Ja, also. Das klappte ja dann. Aber doch, das weißt du ja vorher nicht. Ja. Aber also allein die Tatsache, dass man irgendwie so 10, 12 Tage oder so zu, ja, zweit in so einer Duschkabine sitzt, das ist für mich irgendwie nicht vorstellbar. Nee, das ist nein. Okay, wir kommen zurück zur ESA. Da hat man viel Zeit zum Podcasten. Also, das hättest du. Aber der Lärm da drin ist wahrscheinlich auch entsprechend. Ja. So, genau. Du hast gesagt, das wäre Harmony, wäre die erste Dings gewesen. Aber ich habe hier stehen, Cos B heißt das. Nein, das war vor der... war dieses, was du gesagt hast, weswegen die Rakete nicht Europa heißt, sondern Ariane. Genau. Okay. Und dann kam die Ariane-Rakete und die Ariane-Rakete kam gerade zum Zeitpunkt, die erste, als die NASA gesagt hat, ja, wir machen jetzt alles mit dem Space Shuttle. Und das Space Shuttle hatte sich natürlich die ganze Zeit verzögert. Damals ging alles noch schneller. Also so spät kam es dann nicht. Es kam 81 und eigentlich hatten sie gedacht, es kommt irgendwie 78 oder so. Also so Ende der 70er Jahre wollten es eigentlich starten. Genau, hier also der Entwicklungszeitraum von 73 bis 79, gut, da haben sie sich dann eben die Zeit genommen. Ja, und das Dumme ist, man war sich so sicher, dass das Beste von allem sein wird, dass man angefangen hat, andere Raketen wirklich zu verschrotten. Also man hatte wirklich über 100 Atlas-Raketen noch rumliegen und die hat man dann einfach verschrottet. Halt so alte Interkontinentalraketen, die man noch hätte benutzen können. Als dann klar wurde, okay, Space Shuttle wird teurer, fliegt seltener, ist einfach nicht so gut, wie wir gedacht haben. Und dann wurde es auch noch unsicher, gerade mit Challenger. Stand man halt wirklich mit runtergelassenen Hosen da. So ähnlich wie die ESA jetzt. Und da kam die ESA mit der Ariane-Rakete. Ganz einfache Rakete, hat funktioniert, war genau die Größe, die Satelliten hatten, die mit dem Space Shuttle eigentlich hätten fliegen sollen. Mit anderen Worten, hat einfach alle Aufgaben übernehmen können, die das Space Shuttle tun sollte für den kommerziellen Sektor. Und das war die einzige Rakete, die es tun konnte und schon hatten die das Monopol. Also die ESA hatte eine funktionierende Rakete, das war ganz, ganz wichtig. Zur zeitlichen Einordnung, Erststart 24. Dezember, Weihnachten 79. Genau, und das war die Ariane 1 und dann kam noch die Ariane 3, danach die Ariane 2 und dann die Ariane 4. Es waren verschiedene Varianten, die Ariane 3 hatte Seitenbooster, die Ariane 2 war bloß ein bisschen länger und hatte keine. Also wenn ich es mal so sehe, dieses Dutzend oder was auch immer von den Ariane 1 Starts hatte lediglich zwei Abstürze zu verzeichnen, einmal 1980 und einmal 82. Und ansonsten war die Ariane 1 aber anscheinend relativ zuverlässig, ja? Ja, Ariane 2, 3, 4 auch. Okay. Also so viel, da ist nicht sehr viel schiefgegangen. Es gab ein paar einzelne Abstürze, aber im Allgemeinen waren die sehr zuverlässig, waren auch relativ einfach aufgebaut. Die Triebwerke, diese Viking-Triebwerke, die fliegen noch heute in einer etwas abgewandelten Form in Indien. Es waren indische Ingenieure mit beteiligt bei der Entwicklung und es gab dann auch entsprechende Technologietransferabkommen und deswegen werden die, ich weiß nicht, ob in Lizenz, aber sie werden auf jeden Fall in der gleichen Form noch in Indien gebaut, also in verbesserter Form sogar. Und wir fliegen dort auch noch. Also soweit ließ sich das Ganze oder sieht das Ganze für mich von außen ein bisschen nach einer Erfolgsgeschichte aus. War es auch. Also unglaublich erfolgreich. Die Ambitionen wuchsen dann auch in den Himmel. Man hat gedacht, hey, so, und jetzt als nächstes machen wir nochmal das Space Shuttle und wir nehmen ein älteres Konzept vom Space Shuttle, das besser war und dann machen wir das einfach besser und wir machen es von Anfang an richtig. Und daraus wurde dann Hermes. Und als Trägerrakete wollte man die Ariane 5 nehmen. Die Ariane 5 war schon länger geplant, die sollte einfach bloß eine etwas größere Variante von der Ariane 4 werden. Aber so ganz sicher war man noch nicht. Also bis zur Ariane 4 hat man sehr konkret alles schon ausgeplant gehabt. Und Ariane 5 hat man gesagt, so und da bitte noch eine Tonne mehr oder so als Nutzlast. Und dann gab es in Frankreich, in der französischen
Raumfahrtbehörde CNES, CNES, da gab es dann Pläne zu sagen, okay, das Ding hat wahrscheinlich irgendwie einen Nutzlast von so 10 Tonnen ungefähr in niedrigen Orbit und hat dann gesagt, so, und wir entwickeln jetzt ein, oder man hat ein Konzept aufgeschrieben, wir könnten ja ein 10 Tonnen schweres kleines Shuttle bauen und hat gesagt, ja, 4 Leute drin Platz, das wird schon. Praktisch de facto keine Chance. Mhm. Ich seh die Zahlen hier auch. Also das wären dann 21 Tonnen gewesen. Was mal locker. Es wurde dann doppelt so viel. Genau, locker doppelt so viel. Es passt auch nur noch 3 rein. Genau. Also, ja. Und es sieht auch ein bisschen komisch aus. Wir verlinken das. Es sieht nicht so schick aus wie der Space Shuttle. Das kann man schon mal so sagen. Ja, da lag natürlich auch das Challenger-Unglück dazwischen. Und da gab es dann Diskussionen, okay, wir brauchen hier irgendwie Schleudersitze oder irgendwas in der Richtung, um die Leute im Notfall rauszubringen. Und das hat dann zu Gewichtszunahme geführt, genauso wie einfach technische Schwierigkeiten. So einfach ist es nicht, 4 Leute in so einer Dose unterzubringen. Das Dumme ist, anstatt jetzt zu sagen, okay, wir fahren die Ambitionen zurück für dieses Shuttle oder wir bauen einfach nur ein einfaches Raumschiff wie die Soyuz oder so, die halt 8 Tonnen wiegt und dann kann man halt das Ganze mit einer kleineren Rakete starten oder irgend sowas, hat man gesagt, naja, wir bauen einfach noch größer, wir machen die Rakete noch größer. Und die Rakete wurde entsprechend doppelt so groß. Das ist die 5, ne? Das Ariane ist die Ariane 5. Mhm. Und das ist dann einfach nicht mehr wirtschaftlich. Also die Ariane 1 bis 4, das war noch komplett eine wirtschaftliche Sache. Wir erinnern uns, der Symphonie-Satellit war deswegen das Problem, weil da gab es Wirtschaftsinteresse dahinter. Und Ariane 4 hatte entsprechend dann wirklich das wirtschaftliche Monopol wirklich gehabt. Zumindest bis die Russen auf den Markt kamen, aber danach auch immer noch. Aber mit der Ariane 5, wenn das Ding doppelt so groß ist, wie es hätte sein sollen, startet man nur noch halb so oft. Mhm. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Ariane 5 bestenfalls mal 6-mal im Jahr geflogen ist. Also alle 2 Monate mal einmal. Und das kennt man jetzt von Autos, von irgendwelchen Luxusautos oder Sportautos. Wenn die dann irgendwie 12 Stück, 20 Stück oder so im Jahr gebaut werden, hier geht es um 6 Stück, dann gehen die Kosten automatisch richtig hoch. Weil, was will so ein Techniker machen, der alle 2 Monate mal ein Triebwerk baut. Da gibt es Videos von, ein Freund von mir hat eine Dokumentation gemacht, heißt eine Vollgas ins Weltall. Kann man sich angucken, wie das Zeug gebaut wird. Da ist sehr, sehr viel Handarbeit dabei. Mhm. Und sehr viel Handgriffe, die dann halt alle 2 Monate einmal gemacht werden. Und das ist dann wahnsinnig teuer. Die ganzen Gebäude stehen ja da, die Leute stehen praktisch rum auf irgendeine Art und Weise. Und dann wird es halt teuer. Und wenn man eine kleinere Rakete hat, die dann einfach öfter fliegt, hat man automatisch niedrigere Stückkosten, weil halt die ganzen Handgriffe viel öfter gemacht werden. Hinzu kommt, du hast es gerade so ein bisschen schon gestreift, die von russischer Seite gab es dann plötzlich durch den Niedergang des kommunistischen Blocks, gab es halt plötzlich irgendwie preiswert die Möglichkeit, über Roskosmos einfach und deren Raketen das Ganze zu machen. Genau. Was die Kosten natürlich. Da gab es die Proton-Rakete, die zwar alle 10 Starts irgendwie einmal abgestürzt ist, aber die Preise waren halt entsprechend niedrig, der Rest wurde dann über die Versicherung abgegolten. Mhm. Dann gab es so halb kommerzielles Ding, das nannte sich, oder wie nannte sich das? Sea Launch. Mhm. Die hatten eine umgebaute das ist eine Kooperation aus Russland, der Ukraine, der Schweiz, da kam das Geld her, und Norwegen, die Ölplattform hatten. Und die haben die umgebaut zur Startrampe, sind damit im Pazifik in der Nähe vom Äquator gewesen, wo es halt ganz besonders günstig ist, geostationäre Satelliten zu starten. Und das Ganze flog dann mit Zenit-Raketen, was praktisch
Der Seitenbooster von der Energia-Rakete war, mit der das Buran Space Shuttle, das russische Space Shuttle, gestartet wurde. Das auch immer noch besser aussieht als das europäische, wenn ich hinzufügen möchte. Und diese Seitenbooster, da kam dann noch eine Oberstufe drauf. Die Oberstufe, da war ein ukrainisches Triebwerk drin. Und ja, wie gesagt, das Geld kam dann aus der Schweiz. Irgendwie Boeing hatte das Kommandoschiff geliefert oder irgend sowas. Also es war ein verzwicktes Ding. Aber die sind ein paar Mal gestartet, dann ist einmal irgendwie auf der Plattform abgestürzt, das war schon nicht so gut und dann gab es nochmal ein Problem, dann hat sie sich das irgendwann erledigt und seit 2014 ist das endgültig zu Ende wegen der Kriege zwischen, wegen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. So, jetzt genau, wir hatten jetzt also die Phase so ein bisschen, wo die Ariane-Raketen ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern sie halt rausfielen aus verschiedenen Gründen und die teilweise ja auch überhaupt nicht in der, in der Macht der ESA lagen. Und die lagen. Waren auch völlig, die waren noch, naja, naja, einiges lag wirklich in der Macht der ESA. Zum Beispiel, die Rakete von Anfang an nicht so groß zu bauen. Ja. Das ist das Erste. Das andere ist, das Ding war veraltet. Es war wirklich von Anfang an. Ja, aber gut, das könntest du über die russischen Raketen auch sagen. Ja, aber es war einfach. Aber die waren veraltet. Wenn du eine neue Rakete baust und dann sagst, okay, gut, wir wollen jetzt Raketen starten, wir brauchen eine Oberstufe. Und die Oberstufe für die geostationären Satelliten, also die erste Oberstufe, die sie hatten, die war eigentlich bloß so für Hermes gedacht oder für irgendwas, das in niedrigen Orbit reinfliegen sollte. Und wenn man einen hohen Orbit macht, es ging, aber du hattest dann halt eine Nutzlast von 6 Tonnen. Jetzt müssen wir kurz klarifizieren, die Oberstufe ist das, wo die Nutzlast anhängt, ne? Das ist einfach die letzte Raketenstufe und da hängt natürlich dann auch noch die Nutzlast dran. Mit dieser eigentlich zweckentfremdeten Oberstufe, hattest du dann halt plötzlich nur noch so 7 Tonnen Nutzlast. Und eigentlich hast du so eher so für eine Rakete dieser Größe und von dem Gewicht und mit dem Wasserstofftriebwerk, das drin ist, hättest du gesagt, na sagen wir mal 13, 14 Tonnen, sowas kriegt man hin, wenn man es ordentlich baut. Das ist schon signifikant weniger. Ja, also halb so viel. Ne? Ja. Also, man hat halt praktisch die Nutzlast gehabt, die man haben wollte, aber mit einer doppelt so großen Rakete. Mhm. Entsprechend war das Ding viel zu teuer. Also braucht man eine andere Oberstufe. Und die hat man dann ganz schnell improvisiert und hat von der Ariane 4 das Triebwerk genommen, das viel zu klein dafür war, hat den Sauerstofftank davon ein bisschen gestreckt, hat dann einen sehr merkwürdigen, ulkigen Wasserstofftank oben drauf gesetzt, das Ganze mit vielen Verstrebungen irgendwie zusammengehalten. Duct Tape war nicht dabei, aber man könnte davon ausgehen. Und das Ding wurde wahnsinnig schwer. Es war trotzdem noch besser, aber du hattest dann halt am Ende sowas wie, also nominell hieß es immer 10,5 Tonnen. Viele Jahre haben sie 9,5 Tonnen geschafft und dann irgendwann plötzlich 10,5 Tonnen. Als ich gefragt habe, warum, habe ich keine Antwort gekriegt. Außer, ja, wir haben halt mehr Erfahrung gehabt. Also irgendwas muss da schiefgegangen sein. Wir wollten es aber nicht sagen, was es war. Seit 98 hat man gesagt, naja gut, okay, das ist ja nur die Übergangslösung. Hat man 98 gesagt, wir entwickeln ein neues Triebwerk. Größer, mit mehr Schub. Also bis dahin hatte man das HM7-Triebwerk. Die 7 ist so 7 Tonnen Schub. Leute, beschwert euch nicht. Das ist eine übliche Angabe in der Raumfahrt, dass man Schub in Tonnen misst. Also 70 Kilonewton, sowas in der Größenordnung. Und dann wollten sie halt mehr haben und haben gesagt, naja, 18 Tonnen. 18 Tonnen Schub. Und das sollte praktisch das beste Triebwerk seiner Klasse sein. Hat man geschlossenen Expander-Zyklus genommen, was erprobte Triebwerkstechnik ist. Also in den USA hat man das schon länger gemacht. RL-10-Triebwerk fliegt bis heute, alles super. Ah, die Dinger sind kleiner. Und dieses physikalische Prinzip, was man dort benutzt, ist, also du hast bei jedem Triebwerk das Problem der Treibstoffpumpe. Treibstoffpumpe kennt man vom Auto, ist kein Ding. Beim Raketentriebwerk ist die Treibstoffpumpe so das Wichtigste. Also wenn man nach Typen von Triebwerken redet, ist das erste der Treibstoff und das zweite ist, was für eine Treibstoffpumpe benutzt du. Und in dem Fall wird die Treibstoffpumpe von der Abwärme des Triebwerks angetrieben. Das Dumme ist, umso größer du das Triebwerk machst, desto effizienter wird das Ding, desto weniger Abwärme geht über die Brennkammerwand und so weiter verloren sozusagen. Und wenn du jetzt ein großes Triebwerk mit viel Schub machen willst, aber die Pumpe mit der Abwärme antreiben möchtest, dann kriegst du irgendwann ein physikalisches Problem.
Und die wollten das halt wirklich bis zum Ende ausreizen. Also die sind dann schon ziemlich nah an den Grenzen. Und ja, das war 1998. Da hat man angefangen. Man ist immer noch dabei. Es ist nicht beendet, das Projekt. Also ist zumindest immer noch nicht geflogen. Und es gab zuletzt ernsthafte Probleme mit dieser Oberstufe. Ein Vierteljahrhundert. Also man hat angefangen, als die ESA 23 Jahre alt war. Hm. Wenn das jetzt stimmt, ja, doch, müsste sein, ja, 23 Jahre. Und jetzt sind 25 Jahre später, also mehr als die Hälfte des Bestehens der ESA wird dieses Ding jetzt schon entwickelt. Was dann zu legitimer Kritik führt. Und ich lese jetzt, ich zitiere jetzt ein paar Überschriften von dir aus den letzten Jahren hier bei golem.de, verlinken wir auch. Europäische Raumfahrtvisionen fernab der Realität, wie die Ariane 5 zum Monument des Scheiterns der ESA wurde. Und die letzte war wohl ein Fehlschlag mit großer Symbolkraft für Europas Raumfahrt. Ja. Wobei. Das war die Vega-Rakete? Richtig. Wobei das nicht deren Rakete war. Naja, die Vega-Rakete gehört immer noch zu Ariane Spass. Die wird. Man plant jetzt das Ganze. Aber das ist ja keine Ariane. Das ist ja. Wo ist die her? Das ist eine italienische Rakete, die wird von Avio gebaut. Ja. Aber die erste Stufe davon ist der P120-Booster, ein Feststoffbooster. Und der wird zum Beispiel bei der Ariane 6 mit benutzt. Mhm. Deswegen heißt das Ding Vega-C. Und C ist für Consolidated oder Consolidé oder irgend sowas. Also, dass man für die Vega-Rakete und für die Ariane-Rakete die gleichen Feststoffbooster in der ersten Stufe benutzt. Und die Ariane 6 gibt es aber noch nicht. Die Ariane 6 wurde jetzt gerade verschoben, der Start auf nächstes Jahr. Genau, es gibt einen Plan, den kann man sich mal angucken. 2020 war der Plan. Gut, und dann hieß es, okay, kein Problem, wenn es Verspätungen gibt. Wir haben 3 Jahre Zeit, bis die Ariane 5 ausläuft. Hm. Das war der Plan. Das klang auch gut und die Ariane 6 ist technisch gesehen wirklich bloß ein Upgrade von der Ariane 5, also ist wirklich so Ariane 5 2.0. Aber sie haben es halt nicht hingekriegt. Es gab für die Ariane 6 eigentlich den Plan, dass das eine völlig neue Rakete werden sollte. Und das wurde dann in sehr merkwürdigen Diskussionen alles geändert. So 2013, 2014 gab es da viele Diskussionen. Da war auch schon absehbar, dass SpaceX ein sehr viel besseres Raketenkonzept abgeliefert hat, was niemand glauben wollte. Richtig, wir sind gelandet in der heutigen Zeit. Und heute haben wir mit den Leuten, die in den USA zeigen, dass wiederverwendbare Raketen eine Möglichkeit sind, steht Europa komplett ohne sowas da, ne? Ja, als ich damals hier gelandet bin bei Golem, 2015, 2016 bin ich zum ersten Mal zur ILA gegangen und habe mich dann so mit damals war es noch Airbus Safran Launchers oder die Visitenkarten waren zumindest noch von denen und haben dann gesagt, ja, wir machen ja gerade Ariane Group und so. Hatte mich da mit den Leuten unterhalten und die waren da halt vollkommen ungläubig. Ja. Also das war wirklich, ja. es war komplett unglaublich. Gut, nun muss ich sagen, SpaceX hatte ich schon lange verfolgt. Also ich hatte 2006, 2007 hatte ich den Blog von Bernd Leitenberger gelesen, was zumindest im Blogbereich eine Weltraum-Koryphäe war. Zu dem Zeitpunkt. Und der hat halt auch über SpaceX geschrieben, größtenteils abfällig. Ich wollte gerade sagen, trotzdem muss man ja sagen, dass diese komplette Idee schon, also das oder andersrum, die Leute, die du da getroffen hast und die erstmal die Augenbrauen gerunzelt haben und gesagt haben, naja, nun warten wir erstmal ab oder so, die waren ja nicht alleine. Das ist schon auch so gewesen, dass Konsens war, dass das jetzt nicht irgendwas ist, was man jetzt mal eben so machen kann. Aber im Jahr 2016, als das war, war es halt schon völlig offensichtlich. Dass es funktionieren würde, ja? Ja, SpaceX hatte ja 2008 endlich den ersten erfolgreichen Start von der Rakete abgeliefert. 2007 hatte ich den zweiten zufällig gesehen, also wirklich so SpaceX, Moment, da gab es doch noch so eine Firma namens SpaceX. Ich bin auf die Webseite gegangen,
da war ein Livestream, T-10 Minuten. Totaler Zufall, totaler Wahnsinn. Und ja, 2010 haben sie die erste Falcon 9 gestartet. Mit Ach und Krach, da hatten sie sehr viel Glück, dass das Ding im Orbit gelandet ist. Aber es hat geklappt. Und sie hatten den eigenen Weltraumtransporter entwickelt, den Dragon. Die Rakete war praktisch so gut wie eine Soyuz-Rakete, die sie damals hatten. Und die wurde dann noch sehr viel besser in der zweiten Variante. Also 5 Starts von der ersten Variante. Das war die hässlichste Rakete der Welt, aber ich habe sie irgendwie gemocht. Und dann wurde sie nochmal größer, besser, schubstärker, alles mögliche. Also die Falcon 9 hat sich dann sehr stark verbessert. Und die Europäer sitzen da und sagen... 2015 hat man das immer noch nicht anerkannt, dass die das hingekriegt haben. Selbst 2018, ich zitiere hier aus deinem Artikel, dass es ein Interview gab, in dem die Europäer die Vega mit einem Mercedes, also einem schöner Autovergleich, und die Falcon 9 mit einem indischen Tata verglichen haben. Ja? Ja. Also so muss man erstmal drauf sein. Also mal abgesehen davon, dass das gesamte Ding halt einfach mal daneben ist, aber das dann auch noch zu bringen... Und das war, das war nicht die einzigen. Also es gab sehr viele solche Aussagen. Hm. Also die Hybris, die Arroganz, die einem entgegengeschlagen ist von der ESA und von Arianespace, war wirklich unglaublich. Das kann man sehr, sehr schwer in Worte fassen. Und wenn man es tut, dann gucken die Leute auf einen, sag mal, hast du eine Meise, dass du so über die ESA lässt? Nee, Leute, so, die waren wirklich, also die sind weit jenseits aller Realität unterwegs gewesen. Und manche Leute, relativ viele Leute, sind bis heute noch nicht wieder auf dem Boden angekommen und gucken objektiv einfach auf das, was sie gerade haben, dass es wirklich gerade echt Mist ist, dass sie sich jetzt wirklich, wirklich richtig zusammenreißen müssen, um hier noch irgendwas wieder auf die Beine zu stellen. Weil, ja, okay, die Ariane 6, die wird fliegen. Höchstwahrscheinlich die... 2024 ist noch ein bisschen. Ja. Ja, nee, also ich habe da schon... Also das wird schon klappen. Das Ganze wird sehr teuer werden. Ich wollte ja sagen, noch wird Geld geworfen. Aber wenn das sich... Also wenn die so weitergemacht hätten, oder sagen wir mal so, wir sind ja noch nicht aus dem Gröbsten raus. Ich zitiere jetzt mal so ein bisschen, oder wir gucken mal in die aktuellen Realitäten. Es gab auch wieder einen Fehlschlag. Also das gab ja darüber hattest du auch berichtet. Das war, glaube ich, auch das, wo die Headline hier lautet, ein Fehlschlag mit großer Symbolkraft. Da habe ich dann das Ding auch draus zitiert. Und da sagst du ja auch selber, dass zumindest in Teilen ein Umdenken stattgefunden haben muss, denn es gab eine größere Offenheit damit, wie mit solchen Fehlschlägen umgegangen wird. Also zumindest in diesem Fall. Es gab dann einen Untersuchungsausschuss. Wozu man sagen muss, die hatten keine andere Wahl. Ja. Die Vega, das war der erste operationale Flug von der Vega C. Also den ersten Testflug hatte sie schon hinter sich. Das war der zweite Flug. Und da war irgendein wichtiger Satellit drauf. Ich weiß schon gar nicht mehr, welcher er war. Und hatten sehr viele Würdenträger und Gäste und so weiter eingeladen. Ja. Und da kannst du nicht mehr das machen, was sie bis dahin immer gemacht haben, dass sie so getan haben, als wäre nichts gewesen. Oder ja, wir versuchen noch Kontakt herzustellen oder sonst irgendwas. Das hast du auch beschrieben. Ne? Es gab teilweise, haben sie die Videos von den Webseiten genommen, wo das drauf war, um so ein bisschen den Fehler. Also ich meine, gut, du kannst es ja nicht wirklich verschleiern, aber sehr schräg. Die Berichterstattung, als die Ariane 5 einmal in die falsche Richtung praktisch abgebogen ist, in die falsche Richtung gestartet, weil irgendwie Eingabefehler, hat man die ganze Zeit so getan, als wäre alles normal, obwohl keinerlei Daten von der Rakete mehr empfangen wurden. Niemand wusste, was eigentlich los war. Und die haben wirklich Theater gespielt. Und das ist völlig normal. Ja. Auch damals die Mars-Mission Schiaparelli, die abgestürzt ist, wo die Amateure, also Amateurfunker beobachten sowas und die können dann anhand von dem Frequenzverlauf von den Radiosignalen sehen, wie schnell die gerade unterwegs ist. Durch den Doppler-Effekt kann man das machen. Mhm. Und die wussten halt, ja, okay, das Ding ist abgestürzt. Also es befindet sich im freien Fall, also das wird wohl nicht mehr gelandet sein, bis dann das Signal weg war.
Und da hat dann die ESA noch tagelang so getan, als würden sie versuchen, Kontakt herzustellen und sonst irgendwas. Aufweia. Also, es ist, ja. Okay. Also, oder damals der Kometenlander, Philae. Das war 14, das war noch bevor ich bei Golem war. Ist halt praktisch auf den Kometen abgestürzt. Also mit der Geschwindigkeit, mit der er hätte landen sollen, aber das ganze Landemanöver, das hat nicht funktioniert. Eigentlich sollte sich das Ding auf der Oberfläche verhaken und es sollte mit einer Düse draufgedrückt werden und weder das eine noch das andere hat funktioniert. Und dann ist es halt von der Oberfläche abgeprallt, hochgeflogen und man hörte in dem Livestream irgendwo so still rising. Also irgendwer sagte dann so, Altitude still rising. Okay, das Ding soll gelandet sein, aber die Höhe steigt noch. Wie kann das sein? Mhm. Also es war völlig klar, okay, hier ist richtig was schiefgegangen. Und hat man immer noch so getan, als wäre alles toll. Und hinterher hat man gesagt, ja, ist doch alles gut. Wir haben nicht nur ein Landemanöver gehabt, wir hatten zwei gehabt. Nee, das Ding steckt irgendwie kopfüber in der Spalte. Ihr wisst noch nicht mal, wo es ist, so richtig. Und das Ganze lag praktisch daran, dass die Technik eingefroren ist. Also ja. Es ist wirklich so viel passiert bei der ESA, dass einfach was Kommunikation angeht. Also Kommunikation von Erfolgen sind so wirklich super. Aber wenn es schief geht, geht es halt richtig, richtig schief. Und du vermisst die Offenheit und zwar, also, und da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige. Ja. Wir sind im Jahr 2023. Ich kenne einen Pressesprecher von der ESA, ehemaligen. Ja. Der macht jetzt was anderes. Mhm. Und also ich habe mich mit dem auch schon unterhalten und ja, er fand das halt alles nicht mehr sehr professionell, was dort abging. Mhm. Wir gehen zum Ende dieser Sendung mit ein bisschen Hoffnung raus. Es gab zu genau dem Fehlschlag, als dieser schon erwähnte Vega-C-Fehlschlag, gab es zumindest einen Untersuchungsausschuss und die haben das auch offengelegt, was dabei rausgekommen ist. Interessanterweise scheint das Problem gewesen zu sein, dass Teil der Schubdüsenhalsauskleidung kaputt gegangen ist und die Begründung, wieso das vorher nicht aufgefallen ist, weil, also man hat das ja vorher schon getestet, war, dass die das Teil, was vorher verwendet wurde, das sei besser gewesen als in den Spezifikationen gefordert. Und das Teil, was dann verwendet wurde, lag innerhalb der Spezifikation. Man hat dann auch zugegeben, dass die Spezifikationen offenbar nicht... Ja, aber irgendwas muss daran auch falsch gewesen sein, weil man hat jetzt einen Test durchgeführt, einen weiteren Test. Und der hat auch wieder nicht funktioniert. Oh, weia. Also da hat die Stufe auch wieder irgendwo Druck verloren, aus irgendwelchen Gründen, was sie nicht gesagt haben. Also ich weiß nicht, wie der Test tatsächlich ausgesehen hat. Das kann alles möglich gewesen sein. Und deswegen bleibt die Vega C weiterhin erstmal noch am Boden und niemand weiß so richtig, wie das da weitergeht. Oh, weia. Okay, dann also ich weiß, du wolltest nicht mit der positiven Note, die ich wollte, aber vielleicht enden wir mit einer anderen Note. Pass auf, okay, andere Frage. Also erstmal weise ich darauf hin, natürlich schamlose Werbung in eigener Sache. Lest von Frank Wunderlich Pfeiffer alles über die Fehlschläge und aber auch die Erfolgsgeschichten der ESA auf golem.de. Und dann stelle ich dir gleich die Frage, die NASA hat doch bestimmt auch eine total fantastische Geschichte von Fehlschlägen, oder? Ich sag mal so. Also ich habe welche gefunden jedenfalls. Ohne SpaceX würde es bei der NASA genauso traurig aussehen. Bums. Und dann haben wir schon mal ein schönes Thema für einen folgenden Podcast. Ich würde gerne mit dir nochmal einen machen, auch zur NASA. Wir können ja auch gucken, ob wir uns... Wir könnten auch mal den ganzen Rest der Welt uns anschauen. Und dann machst du dir die auch noch zum Feind. Mich betrifft das alles nicht. Ich werde von denen eh nicht eingeladen. Naja, die NASA wird öffentlich so viel kritisiert. Das stimmt. Sie können das vertragen. Das stimmt. Da ist das nichts Besonderes mehr. Das Problem ist die Diskussionskultur anders. Ja. Genau, das Problem bei der ESA ist tatsächlich, dass gerade in der Medienlandschaft die Kritik fehlt, auch einfach sachlich gut begründete Kritik fehlt. Und Wir hoffen dazu, das ist ein schönes Abschlusswort, einen Beitrag geleistet zu haben mit diesem Podcast. Vielen Dank, Frank Wunderlich Pfeiffer, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.